Die Jagdhornbläser zur Grenzburg Steintanz-Warnotal begrüßten den Landwirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, beim Forstamt Güstrow. Der Minister ist wegen des Richtfestes für das neue Lehrgebäude aus Schwerin gekommen. Die bisherigen Bedingungen für die Ausbildung wurden immer schlechter. Das ehemalige Gebäude war stark marode und die Ausbildung konnte zum Schluss nur noch in zwei Garagen stattfinden. Eine Sanierung des alten Gebäudes kam aufgrund des Platzmangels nicht in Frage. In der Landesforst gibt es derzeit 90 Auszubildende, was eine Aufstockung von 30 Azubis bedeutet. In Güstrow werden nach Fertigstellung des neuen Lehrgebäudes 14 Lehrlinge ausgebildet. Das Ausbildungsgebäude stellt ein Novum dar. Es wird als erstes von einem Ministerium komplett aus Holz gebaut. Nur die Bodenplatte und der Sockel sind aus Beton. Ich bin davon überzeugt, Holz ist ja ein wirklich wunderbarer Baustoff. Es ist ein Multitalent, der Wald, unser Wald. Wald schafft ja Zukunft. Wir vereinen ja hier Artenschutz, Klimaschutz, sauberes Wasser und letztendlich damit auch eine Tradition in Mecklenburg-Vorpommern. Denn wenn wir mal an die Ostsee gehen würden und sagen, alles was Holzbauweise ist raus, dann würde zum Beispiel unsere ganze Bäderarchitektur zusammenbrechen. Oder wenn wir durch unsere wunderbaren Dörfer fahren, auch früher hat man sehr viel mit Fachwerk gebaut und deswegen möchten wir ein Beispiel auch schaffen, wieder mehr mit Holz zu bauen, weil es eben ein nachhaltiger Werkstoff ist, den man auch mehrfach nutzen kann. Der Neubau wird 519 Quadratmeter Nutzfläche aufweisen, von denen 370 Quadratmeter für die Ausbildung genutzt werden. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wird CO2-neutrale Arbeitsgeräte für die Lehrausbildung ermöglichen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. Somit kann die Nutzung für die Lehrausbildung zum Start des Ausbildungsjahres zum 1. September 2021 beginnen. Durch den Neubau entspannt sich auch die Verkehrssituation. Das neue Lehrgebäude wurde nämlich 5 Meter von der Bölkower Chaussee abgerückt.